Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mother 3. Heute zurück an den Strand, das ist unsere erste Aufgabe. Denn da war ein Ausrufezeichen mitten auf dem Strand, abgesehen von dem Oscar Mayer Wiener Würstchenschwein. Ich bin nicht sehr seltene Imitationskrabbe. Echte Krabben versuchen unseren Geschmack, Farbe und Textur nachzumachen, aber wir gucken einfach woanders hin. Was nicht übersehen werden kann, trotz allem, ist Tanetane Island im Süden von hier. Du willst da auch hin, oder? Wusste ich schon, bevor ich euch überhaupt gesehen habe. Ihr könnt warten, wie ihr wollt, aber kein Schiff wird hier jemals ankommen. Ihr müsst über den Ozean laufen. Erstens redet man mit der See. Geh schön nah heran und dann fängt alles da an. Okay. Wenn funktioniert. Uah. Okay, das ist ein Navy Squeal. Das ist schön, dieser Wort wird Squeal, nicht wie Seal, ne? Sauerstoffvorrat vollständig. Auf nach Tanetane Island. Puh. Ich weiß, sie geben uns Sauerstoff, aber diese Maschinen sind echt nicht mein Ding. Sie sind sehr demotivierend. Wirklich? Mir gefallen sie. Also wenn ich mich nicht bewege, wabbel ich so ein bisschen hin und her, wie man sieht. Rennen ist hier unten auch nicht wirklich möglich, aber eben Sauerstoff holen, das müssen wir. Gefahr, vergesst nicht, euch selbst mit Sauerstoff zu versorgen, während ihr unter Wasser seid. Benutzt die Sauerstoffmaschinen effektiv und effiziell. Um ein bisschen Sauerstoff bitten. Hilfe. Lace hat keine roten Wangen gekriegt. Lucky ist ein Hund, bei dem passiert sowieso nichts, aber dass bei Lace nichts kam. Was das über ihn aussagt, wer weiß. Okay, wir müssen höchstwahrscheinlich wieder irgendwo nach da ganz hinten. Das heißt auch, dass ich in dieses Loch da muss. Wäre allerdings schön, wenn da... Ihr werdet das jetzt sehr, sehr oft sehen, dass ich hier mir Sauerstoff holen muss. Weil wir haben halt nun mal nicht wirklich viel Sauerstoff als Leiste. Und ne, dementsprechend... Ja. Ach ne, Lace ist nur komplett rot. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Also, okay, ihm gefällt das auch nicht wirklich. Ein runder Fisch und seine Konsorten. Naja, wir sind unter Wasser. Entweder ist es Feuer, was gut ist, oder es wäre Blitze. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Er benutzt Freeze. Dann könnte Feuer tatsächlich gut sein. Nein. Nope, 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 nope. Das heißt, es müsste Donner sein. Benutzen wir mal den Donner. Bring the Thunder. Ja, ja, ja. Also wenn, dann Donner. Alles klar. Könnten wir bitte damit aufhören? Danke. Also die Kämpfe tun immer noch sehr weh. Wobei es jetzt halt auch wieder... Zwei Gegner gleichzeitig, ist irgendwie normal, dass es dann weh tut. Aber man. Also so ein PK-Freeze abzubekommen ist nicht schön. Sagt derjenige, der ständig PK-Freeze auf die Gegner ansetzt. Aber das ist ja was anderes. Und da haben wir mein Sternzeichen, guck an. Und kann nur eine Jungfrau tragen, nehme ich an.
Oder zumindest nur eine Frau. Das andere unterstellen wir jetzt nicht weiter, aber... Ne? Okay, fein. Ich meine, mehr PP ist immer gut. Und die runden Fische sind auch wieder da. So, jetzt habe ich ihn überrascht. Yeah. Sind das Augen auf seiner Rückseite? Ich hoffe mal nicht. Wahrscheinlich ist das eher so ein komischer Nupsi, den er da auch auf dem Kopf hat und so. Ah, magische Gelatine. Ja, ja. Das hätte ihn eigentlich auch wieder überraschen müssen, aber ist egal. Wieder auf den armen Hund. Der arme Hund kann doch nichts dafür. Echt mal. Könnte ich nochmal magische Gelatine... Nee, mein Level-Up ist auch gut, aber Gelatine? Nein? Okay. Dann halt nicht. Ne? Und da haben wir jetzt eine Höhle uns angeguckt und schon habe ich wieder keinen Sauerstoff. Was soll ich sagen? So ist das halt. Ah, das wird noch ein Part hier immer wieder hin und her und hin und her und immer wieder ein bisschen knutschen lassen. Naja. Und langsam aber sicher weiter wackeln. Es wäre schön, wenn ich rennen könnte. Kann ich aber nicht. Kann ich mal schneller schwimmen oder so. Man muss ja einmal gegen sie gekämpft haben. Ein Navy Squeal. Interessant eigentlich, sie mal alle im Kampf zu sehen, weil man bedenkt, dass wir die meiste Zeit... Jetzt? Er schießt ein Torpedo. Dass wir die meiste Zeit irgendwie freundlich mit denen umgegangen sind. Und jetzt ist es halt, jetzt sind sie gegen uns, ist schon irgendwie interessant. Also was heißt gegen uns? Sie waren immer gegen uns, aber ne, irgendwie hat es die Situation nie erbracht, dass wir wirklich was gegen die gemacht haben. Oder sie gegen uns. Schon irgendwie witzig. Ja, sei wieder unten und B gedrückt. Nein, das wollte ich nicht. Beziehungsweise unten und Start. Ich wollte nur Start haben. Na, bist du wohl? Danke. Links ist eigentlich nur eine Leiter. Aus irgendeinem Grund fühlt sich Alina fieberisch. Ich bin ein Maches Großfisch. Ich bin ein echter harter Arbeiter. Als werde ich es irgendwann im Leben groß rausbringen. Ich rede hier wirklich groß. Vielleicht sogar größer als ein Wal. Ich bin eine echte Heulsuse. Alles, was ich immer tue, ist weinen. Könnte meine Schuld sein, dass der Ozean so salzig ist. Ich werde ertrinken. Juhu. Naja, wenn ich nur rausgeworfen werde, ist mir das in Anführungszeichen egal. Dann können wir nämlich immer noch sagen, okay, wir haben ein bisschen gekämpft, wieder heilen und so weiter und so fort. Das ist für mich im Prinzip eine Art kleines Leveln, aber... Da war doch auf dem Weg nicht mal mehr mit einer Maschine und wir sind eigentlich relativ vernünftig durch die Gegend gegangen. Aber das erklärt, warum hier diese Schweinemaskenschuhe sind, ja. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Echt anstrengend. Ja, dann, oh mein Gott. Dann wollen wir nochmal. Aninas Fieber ist weg. Oh, Omega. Ich glaube, es war Omega, aber auf jeden Fall besserer Eiszauber, immer gut. Natürlich fängt er mit dem Torpedo an. Ich meine, wenn ich der wäre, würde ich auch meine stärksten Attacken einsetzen. Vor allen Dingen, wenn ich einfach unendlich mal das machen würde. Kann ich aber nicht!
Nicht so wie die Gegner. Uns gehen halt irgendwann die Items aus, nicht so wie den Gegnern. Mach Platz da. Ich überlege mir, diese Angelroute zu nutzen, die ich gefunden habe, um ein paar Menschen zu fangen. Ah ja. Ich werde trotzdem wieder ertrinken. Wie soll man denn da... Also von dem ersten... Ich gehe davon aus, dass da noch andere Maschinen sein werden. Also von der ersten Maschine aus, auch da komme ich definitiv nicht. Hallo Bronson. Wenn ich so weitermache, bin ich irgendwann so krebsrot wie er, aber der Punkt ist halt, wir brauchen die Heilung, was soll's. Komm jederzeit wieder. Er redet so ein bisschen so, als wäre er tatsächlich ein Hotelbesitzer, was er in dem Fall jetzt gerade einfach nicht ist. Ich will das eigentlich gar nicht mehr sehen, aber was will man machen? Ich brauche den Sauerstoff. Gut, dann halt diesmal rechts rum, gucken, ob da eine Maschine ist oder so. Schade, dass sie mich immer sehen, bevor ich überhaupt bei denen dran bin. Na, weil, seien wir mal ehrlich, ich könnte mich super an denen anschleichen, aber... Das funktioniert halt nicht, wenn sie mich immer direkt spotten. Das funktioniert leider nicht. Poxdew. Danke sehr. Wenn man wenigstens irgendwie mit den Muscheln interagieren könnte oder so, wäre ja auch in Ordnung. Ja. Okay. Da hätte was sein können, was aber nicht. Und immer wieder greifen sie den Hund an. Ich weiß nicht, ob die Schweine einfach irgendwie was in ihrer DNA haben, dass sie Hunde nicht mögen oder so, aber irgendwie kriegt Lucky gerade wirklich mal alles ab. Was natürlich nicht nett ist, aber was will man machen? So, halt weiter. Naja, Tatsache, da ist dann die nächste Maschinerie. Ich wünsche trotzdem, dass sie den Witz, ich sag mal, einmal machen, dann ist gut. Und nicht, dass ich mir das die ganze Zeit ansehen muss, aber... Naja. Umso wichtiger, dass wir halt irgendwann mal da abhauen. Aber wenn ich... Das ist ja auch wieder diese Logik. Wenn ich am Boden hier laufen kann, warum kann ich dann nicht rein vom Prinzip her auch einfach einmal kurz auftauchen und wieder runterkommen? Aber... Boah, aber selbst so kommt man hier ganz knapp nur hin, ey. Ich habe übrigens gerade versucht, die Karte aufzurufen, deswegen habe ich mich nicht mehr auf die Maschine zubewegt. Aber es wollte nicht. Und du bist? Sorgenfreier, eine sorgenfreie Qualle ist das. Zahm geworden, also eine Sorge habe ich ihr jetzt trotzdem nicht bereitet, ne? Dang it. Zu weit nach unten gelaufen dafür. Aber Lace macht schon mal ein bisschen extra Schaden, sehr schön. Trotzdem kommt da wieder Freeze durch, natürlich. Level 39, wunderbar. Ich sage, ich habe keine Ahnung, was für ein Level ich irgendwo haben sollte, aber es ist immer gut zu sehen, dass ich Level-Ups bekomme. Was bist du? Fish-Roll-Man. Moment. Onkel Google hilft.
Fischroggenmann, doch, habe ich richtig im Kopf. Fischroggenmann. Okay. Und dann hat er auch noch richtig gute Musik wieder. Ich meine, gut, die Musik hatten schon manche Gegner vor ihm, aber... Wow, 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 ey. Er lebt ja immer noch. Mit dem letzten bisschen Kraft ist er gerade in den Mund von Lace gesprungen und hat ihm noch den Mund verbrannt. What the frick? Okay. Na gut. Und eine awesome Crown, huh? Die ist scheinbar wiederum nur für unseren Freund hier ist. Meine Stimme geht flöten irgendwie so ein bisschen. Nervt heute ein kleines bisschen. Geben wir das mal Lucky, genauso wie die Superbombe. Weil Komi entweder PK Game benutzen wird oder halt für die Unterstützung zuständig ist. 30 mehr PP, ey. Meine Herren. Und da. Schaffe ich es nochmal zur Maschine? Puh, könnte knapp werden. Auf jeden Fall schaffe ich es nochmal eine Qualle umzuliegen. Oh yeah. Antiparalyse. Bin schon da. Ist echt knapp bemessen hier alles. Wirklich so überhaupt keine Chance, mal eben ein bisschen zu erkunden. Oder zumindest kaum eine Chance. Lieber direkt wissen, wo man hingeht und da auch hinlaufen. Ist ja anstrengend. Naja, gut, dass ich hier unten eh nur laufen kann. Komi fühlt sich wieder fieberisch und das unter Wasser. Also ich gehe mal davon aus, dass das Ozeanwasser relativ kühl ist. Also das Fieber dürfte nicht so viel mit uns anstellen. Ja, ich möchte wieder ein bisschen mehr atmen dürfen. Okay, jetzt gibt es wieder einen Weg links und rechts. Atmet ihr durch eure Kiem? Oder atmet ihr durch Kiem? Tut ihr nicht? Seid ihr ein Feind? Ein Feind von allen Fischen? Wenn dem so ist, was sagt ihr zu einem Kampf? Na klar. Nein, das solltet ihr nicht tun. Kämpfen ist nicht nett. Es ist wie sie sagen. Kratz mich und ich kratze dich. Schätze den Fisch, den du fängst. Nein, warte. Fang den Fisch nicht. Lass uns... zusammenleben und dann gut bis später. Dann halt nicht. Ah, wieder eine magische Tochter. Das ist gut. Komis Fieber ging weg. Oh, Heilung Omega, das ist gut. Bleibt nochmal Quallen. Nein! Naja. Ein Tentakelangriff. Natürlich auf die einzige Dame im Team. Natürlich. Nicht, dass da jetzt was passiert wäre, aber es ist irgendwie wirklich einfach nur sehr natürlich. Und wenigstens wieder von hinten, macht ein bisschen mehr Schaden und sorgt dafür, dass wir ihn in einer Runde platt haben. Wunderbar. Damit kann ich arbeiten. Naja, das und dem Geschenk. Double Jerky! Jetzt bitte wieder zurück und nochmal klatschen lassen.
Ja, wir sind dann nicht mal an der tiefsten Stelle hier angekommen. Oh mein Gott. Das war äußerst knapp. Äußerst knapp. Ich müsste jetzt mal drauf. Ich hätte drauf achten sollen, wie lange das geht, das ganze Stückchen hier. Also mit dem. Mit der Animation in Anführungszeichen. Auf jeden Fall raubt sie einem auch noch Zeit. Das ist eine Krabbe. Diese Steinhummer sind solche Punks. Einer hat meine Schale gestohlen. Er war, meinte so, boah, du bist so ein Loser. Du verdienst es heraus, herumzukrabbeln auf dem. Auf dem. Grunde der See. Ohne eine Schale. Er war so gemein und tat mir weh. Und dann, ich hätte mir genauso gut Salzwasser in meine Augen werfen können. Du bist unter Wasser. Da waren die Quallen gerade schon wieder, ne? Die spawnen, wenn ich die Maschine benutze. Kann das sein? Ganz schön mies. Das heißt nämlich, wenn ich jetzt hier gegen den hier kämpfe und die Maschine benutze, ist er auch gleich wieder da, nehme ich an. Das ist echt nicht cool. Ich meine, ist auch wieder hier dieses, es wäre in der Theorie ist das super cool zum Leveln, aber mir gehen halt dann irgendwann die PP aus oder irgendwas. Im Prinzip geht mir irgendwas immer aus. Ist klar, es ist ein RPG und so, aber. Scheinbar ja nicht. Anyway. Naja, fast das richtige Menü, ist aber auch egal. Werden wir es über den Seeboden, also den Grunde der See, bis nach Tane Tane Island schaffen? Was? Tane Tane oder Tena Tena? Na, ist auch egal. Jedenfalls zur Insel schaffen. Und haben wir unterwegs vielleicht noch einen Bosskampf, weil warum auch nicht? Das erfahrt ihr morgen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.